30 Geschäftsjahren der Ancora haben wir uns im Frühjahr dieses Jahres dazu entschlossen, mit dieser wunderschönen Ausstellungshalle auch Publikum einzuladen, hier Veranstaltungen durchzuführen. Ich bin gestern in einem Telefonat eines Pressevertreters gefragt worden, Herr Seiter, wo geht es denn noch hin mit der Ancora? Nun, ich möchte es kurz beantworten. Die Ancora versteht sich als maritimes Flaggschiffunternehmen. Und dies nicht nur in Neustadt, sondern in Schleswig-Holstein, gar in der Bundesrepublik. Wir bekennen uns zu einem 5-Sterne-Standard. Wir werden diesen mit aller Vehemenz und Sorgfalt nicht nur halten, sondern konsequent um die Kundenbedürfnisse herum weiterentwickeln, parallel mit einer Qualifizierung auf unsere eigenen Reparaturleistungen im Schiffswerftbereich. Ich danke Ihnen ganz aufrichtig, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und wenn es Ihnen heute Abend gefällt, dann wäre mein größter Wunsch und auch meine größte Bitte, dass Sie die Botschaft weitertragen. Die Botschaft auch weitertragen, dass dieses Gebilde Hafenclub weiter existieren soll in 2009. Und wir damit auch ins Jahr wünschen, dass viele, viele Besucher sich davon inspirieren. Insofern Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Viel Spaß. Ganz besonders auch Spaß mit den kulinarischen Ergüssen. Wir haben auch hier Neuland betreten und sind von der üblichen Currywurst ein bisschen abgewichen. Ist jetzt im Glas und im Blattholz gesehen, habe ich mir etwas zeigen lassen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vor allem guten Appetit dabei. Nutzen Sie das Angebot ausführlich und intensiv, dass Sie wenigstens mitreden können. Ancora, wir haben es gehört, 38 Jahre hier in Neustadt. Das ist eine Sache, die ich als alter Neustädter auch von Anfang an verfolgt habe. Und ich bin, wenn ich das hier alles so sehe, was in den letzten Jahren geschaffen wurde, fest davon überzeugt, dass heute Abend ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte der Ancora aufgeschlagen wird. Das ist einfach so, dass hier angepackt wird, hat Hand und Fuß. Und so wie die Ausstattung heute ist, dieser ganze Kreis von Sponsoren ist, alle die hier sind, muss das Ding einfach gut werden. Sie haben es angesprochen, Herr Seiter, dass Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt-Holstein läuft. Was Sie hier vorhaben, ist Unterhaltung auf einem ganz hohen Niveau. Und ich denke, das Potenzial in Neustadt und Umgebung ist vorhanden, insbesondere hier auch im Bereich, wo viele, viele Segler hier zu Hause gefunden haben. Erfolgreiche Veranstaltungsreihe in 2008 mit kleinen kulturellen Veranstaltungen und haben aus dem extrem guten Kundenfeedback im Grunde den Ansporn bekommen, den Saisonabschluss noch mit einem Highlight zu beenden. Und gemeinsam mit der Firma Regemann Event haben wir dann das Thema Hafenclub kreiert
und nun, wie Sie sehen, auch in die Tat umgesetzt. Wir sind vom bisherigen Erfolg begeistert. Wir haben gerade vor 10 Minuten den 550. Besucher gezählt und wir haben erst 21 Uhr. Das ist jetzt schon Garantie genug, dass wir die Reihe in 2009 fortsetzen. Der Hafen alleine reicht nicht. Die Leute wollen Erlebniswert haben. Es muss was im Hafen passieren. Und das ist ihm in diesem Jahr wirklich gelungen mit so ein paar Eckdaten, ein paar neue Events installiert. Und dazu gehört das Ding auch. Und da ist die Ancora führend auf der ganzen Ostseeküste. Tolles Ambiente, viele nette Leute, gute Stimmung. Schön. Schöne Musik, gute Band. Soll es wieder einen Hafenclub in der Ancora Marina geben? Unbedingt, vielleicht auch im Winter, nicht nur im Sommer. Ja, sehr gerne, sind wir dabei. Stimmung ist gut, Publikum ist gut, die Musik ist sehr gut. Würdet ihr euch wünschen, dass der Hafenclub eine regelmäßige Institution hier wird? Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Es ist eine Bereicherung für Neustadt. Es ist dem Seiters gelungen, dem Chef von der Ancora, mal wieder ein kleines Highlight zu setzen, keine Frage. Der Ausdruck von Radeberger Pilsener ist einfach etwas Besonderes. Es wird für besondere Anlässe einfach genutzt und das spiegelt sich dann auch bei dieser besonderen Veranstaltung auch verpflichtet dabei zu sein. Großartige Party, muss ich sagen. Die Band macht echt Spaß und die Stimmung allgemein ist auch super. Ja, genau das. Ich komme aus Timmendorf-Strand, eigentlich aus Niendorf. Ich bin da auch ganz viel unterwegs. Ich kenne viele Segler. Und ich finde, genau das hat gefehlt. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ich werde hier öfter mal vorbeikommen.